Ist schon enttäuschend, der Robert. So, haben wir den. Wir hatten Regenwahrscheinlichkeit, ne? Am Ende des Rennens. Könnte gut für uns sein. Könnte. Aber ich glaube, da die hier so heftig sind, unsere Konkurrenten auf dieser Strecke, könnte das auch schlecht für uns sein. Egal, fahren wir mal raus. Fertig, bereit. Und gucken mal, wo wir dann landen. Also auf dieser. Okay, ist der mit noch zum ersten Sektor. Sind wir viel langsamer als der Gegner. Viel, viel langsamer. Da müssen wir uns noch was überlegen. Versuchen wir uns ein bisschen Windschatten abzugreifen von dem McLaren vor uns. Und los. Zieht aber schon ziemlich davon. Haben auch einfach viel mehr Grip. Habe jetzt keine Lust, noch mal eine Runde zu fahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Fahren einfach ab hier noch mal. Fast 2 Sekunden langsamer. Ist schon hart. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Und Schumacher ist sogar schneller als wir. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht zu noch weiter fahren. Ich glaube, das wird eh nichts jetzt hier im Qualifying. Sind nur stärker als für ich die Schwächsten der Schwächsten. Also tut mir leid, da brauche ich nicht noch eine Runde fahren. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, Freunde, weil 15. oder so werden wir sowieso nicht. Guck, wir sind genau das geworden, wo wir auch am Anfang gelandet sind. Ich glaube, mehr hätte ich da eh nicht rausfahren können.
Selbst wenn ich es gewollt hätte. So, das ist immer noch der dümmste Konkurrent, den man kriegen kann nach Lewis Hamilton und Bottas und den anderen allen. Ah, wahrscheinlich ein Grund dafür, selber die Interviews zu machen. So, da bin ich mal gespannt aufs Rennen. Mal hier vielleicht nochmal die anderen Komponenten einbauen, obwohl nein, brauchen wir auch nicht. Da es sowieso regnen wird und die ja noch nicht so kaputt sind.